Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder Andrea und heute zeige ich dir, wie du ein ganz normales, einfaches Granny Square häkeln kannst. Ich werde nämlich regelmäßig gefragt, wie man so ein Granny Square denn einfärbig häkelt. Das werde ich euch zeigen und falls du zufällig dann doch die Farbe wechseln möchtest, zeige ich das natürlich im Video auch. Und falls du dich fragst, was man mit diesen Ecken machen kann, wenn du ganz viele davon hast, kannst du dir ja eine Decke zusammennähen. Auf alle Fälle sind die wunderbar, um Wollreste zu verbrauchen. Sie sollten aber in der richtigen Nadelstärke sein. Also, hol dir deine Häkelnadel. Ich habe meine schon brand und häkel gleich mit mir mit. Ich werde bei dieser Ecke übrigens hier in der Mitte beginnen und mich Runde für Runde nach außen hin häkeln. Ich beginne nun mit einem ganz normalen Anfangsknoten und da hinein stecke ich meine Häkelnadel und ich mache 5 Luftmaschen. Also 1, 2, 3, 4 und 5. Diese 5 Luftmaschen schließe ich mit einer Kettmasche zu einem Ring und in diesen Ring da hinein kommt meine erste Runde hinein. Also ich steche hier einfach ein durch das obere Glied, hole mir den Faden, ziehe ihn hier durch und hier durch. Das ist der Ring, der jetzt entstanden ist. Theoretisch könntest du das natürlich auch mit einem Fadenring machen, wenn du in der Mitte kein Loch haben möchtest. Aber ich finde es viel harmonischer, wenn da in der Mitte auch ein Loch drin ist. Also mir gefällt es mit Loch einfach besser. Und nun beginne ich. Ich brauche insgesamt 4 Blöcke mit je 3 ganzen Stäbchen und jeweils 2 Luftmaschen dazwischen. Ich mache nun 3 Luftmaschen, das ersetzt mir mein erstes ganzes Stäbchen. Also 1, 2 und 3. Das ist eben der Satz für das erste ganze Stäbchen. Und ich brauche für den ersten Block noch 2 weitere ganze Stäbchen. Also Umschlag. Ich steche nun in die Mitte ein. Ich vernähe mir übrigens diesen Anfangsfaden gleich mit. Dann brauche ich ihn später nicht vernähen. Also ich lege ihn einfach nur hier hinten drauf. Einmal Faden holen. Dann einmal durch 2. Und ein zweites Mal durch 2, falls du noch nie ein ganzes Stäbchen gemacht hast. Aber ich denke, die meisten von euch kennen ja ganze Stäbchen. Und nun das dritte ganze Stäbchen. So, mein erster Block mit 3 ganzen Stäbchen ist fertig. Ich habe gesagt, das ersetzt hier mein erstes ganzes Stäbchen. Dann mache ich 2 Luftmaschen und weiter geht's mit 3 ganzen Stäbchen. Ich werde jetzt etwas flotter häkeln, aber keine Sorge, ich werde wahrscheinlich noch immer langsamer häkeln als du. Aber damit nicht jeder auf mich warten muss, häkle ich ein wenig schneller. So, mein zweiter Block mit 3 ganzen Stäbchen ist fertig. Dann wieder 2 Luftmaschen und noch einmal 3 ganze Stäbchen. Eins, zwei und drei. Wie du sehen kannst, den Endfaden häkle ich noch immer mit ein. Noch einmal 2 Luftmaschen und ein letzter Block mit 3 ganzen Stäbchen. Eins, zwei und ein drittes ganzes Stäbchen. Den Endfaden schneide ich mir schnell ab. 2 Luftmaschen. Eins und 2 und ich schließe das Ganze zur Runde mit einer Kettmasche in die oberste von den 3 Luftmaschen. Wenn du das Ganze nicht finden kannst, zuppel das auf. Hier ist das
zweite ganze Stäbchen mit der Masche drauf. Und die Masche daneben ist zwangsläufig die oberste von den drei Luftmaschen. Und in diese Luftmasche mache ich meine Kettmasche hinein. Also ich nehme mir hier die zwei oberen Glieder und mache meine Kettmasche. Die erste Runde ist fertig. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie wir jetzt weitermachen. Ich werde hier zum Beispiel mich mit Kettmaschen in die nächste Ecke schummeln und von dieser Ecke aus weitermachen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass du das Granny umdrehst und hier weitermachst mit drei Luftmaschen. 1, 2, 3. Und weil ich das eben gerade erwähnt habe, warum drehe ich das Ganze um? Wenn ich hier eine Stricknadel dazu lege, wirst du vielleicht bemerken, dass diese Seite sich ganz leicht nach links neigt und diese ganz leicht nach rechts. Das kommt deswegen zustande, weil die Masche von dem Stäbchen immer etwas rechts von dem Stäbchen ist. Und deswegen wandert jedes Stäbchen und jede Masche in jeder Runde ein bisschen weiter nach rechts. Und wenn wir eben das Granny Square jede Runde wenden, dann kommt es nicht dazu, dass sich das Ganze verzieht. Wenn du nur so kleine Ecken machst und die zusammennähst am Ende, dann fällt es nicht so auf, dass es sich verzieht. Wenn du aber eine riesige Ecke auf einmal für eine Babydecke zum Beispiel häkelst, dann würde es auffallen. Aber wenn du eben eine Babydecke häkeln möchtest, habe ich ein Video dazu schon gemacht. Und ich denke, wir machen weiter mit der Runde 2. Und ich hoffe, du hast dein Granny Square noch nicht alleine fertig gehäkelt und auf mich gewartet, denn wir machen weiter mit einer Kettmasche da hinein, einer Kettmasche da hinein und dann in die Lücke eine Kettmasche. Diese Kettmaschen fallen später nicht auf. Also ich mogel mich nun in die Ecken hinein. 1, 2 und 3. Und in die Ecken kommen jetzt jeweils 3 ganze Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 ganze Stäbchen. Zwischen die Ecken kommt jeweils eine Luftmasche. Also jetzt einmal in die Ecke 3 ganze Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 ganze Stäbchen. Ich mache also wieder 3 Luftmaschen als Ersatz für das erste ganze Stäbchen. Dann noch 2 weitere, also 1 und 2. Dann 2 Luftmaschen. Und noch einmal 3 ganze Stäbchen in die Ecke. 1, 2 und 3. Und so schauen unsere Ecken immer aus. Also ich mache in jede Ecke, in jeder Reihe jetzt immer 3 ganze Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 ganze Stäbchen. Zwischen die Ecken oder zwischen alle Blöcke mache ich eine Luftmasche und dann kommt die nächste Ecke. Die fülle ich wieder mit 3 ganze Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 ganze Stäbchen. 3 und meine Wolle hängt irgendwo. 3 ganze Stäbchen. Nur eine Luftmasche. Eine Luftmasche.
So. Eine Luftmasche, denn wir befinden uns wieder zwischen zwei Ecken. Und ich bin mir sicher, du weißt schon, was kommt. Ich mache wieder eine Kettenmasche in die dritte Luftmasche. So. Was ist, wenn du nun die Farbe wechseln möchtest? Dann schneidest du den Faden ab, ziehst ihn durch, also hier dann zum Schluss durchziehen, wie wir es am Ende eben machen. Und wir brauchen uns jetzt nicht vorschummeln in die Ecke, sondern wir beginnen hier einfach in dieser Ecke mit der neuen Farbe. Also ich kann hier entweder gleich einen Knoten machen. Das mache ich jetzt. Und so. Oder ich halte mir einfach nur den Faden ran und ich beginne hier mit drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Das ist wieder das erste Ersatzstäbchen vom Eckblock. Aber ich häkle jetzt mit der grünen Farbe weiter, deswegen schummle ich mich mit der grünen Farbe wieder ins Eck. Da ist schon was drin. Dann hüpfe ich in die nächste Masche, mache wieder eine Kettmasche. Dann in die nächste Masche eine Kettmasche und in die Ecke noch einmal eine Kettmasche. Und weiter geht's mit unserer Ecke. Ab dieser Runde haben wir übrigens jetzt Mittellücken. Ich habe hier meine Ecke, dann kommt eine Mittellücke und dann kommt wieder eine Ecke. In die Ecke machen wir eben drei ganze Stäbchen, zwei Luftmaschen, drei ganze Stäbchen, dazwischen eine Luftmasche. Dann machen wir hier in diese Mittellücken drei ganze Stäbchen, wieder eine Luftmasche und dann wären wir hier wieder in der Ecke und da machen wir wieder drei ganze Stäbchen, zwei Luftmaschen, drei ganze Stäbchen hin. Und in jeder Runde kommt übrigens so eine Mittellücke hinzu. Also beginnen wir mit unserer Ecke mit drei Luftmaschen, zwei ganze Stäbchen. Das ist eben unsere erste Hälfte vom Block. Dann wieder zwei Luftmaschen. Damit formen wir die nächste Ecke. Und noch einmal drei ganze Stäbchen. Zwei und drei. Meine Ecke ist nun fertig. Ich mache jetzt eine Luftmasche. Ich mache in dieser Lücke nun drei ganze Stäbchen. Eins, zwei und drei. Dann wieder eine Luftmasche. Da kommt wieder meine Ecke und in die Ecke mache ich das gleiche wie in allen Ecken, nämlich du wirst sicher schon auswendig wissen, drei ganze Stäbchen, zwei Luftmaschen, drei ganze Stäbchen. Eins, zwei, drei, dann wieder eine Luftmasche und die Mittellücke mit drei ganzen Stäbchen. Eine Luftmasche und die Ecklücke wieder mit drei ganze Stäbchen, zwei Luftmaschen, drei ganze Stäbchen. So, eine Seite haben wir noch. Eine Luftmasche, dann kommt die letzte Mittellücke. Da kommen wieder drei ganze Stäbchen hin. Eine Luftmasche und ich schließe das Ganze wieder mit einer Kettmasche in die oberste von den drei Luftmaschen. Ich nehme hier die oberen zwei Glieder, dann liegt nämlich die nächste Masche viel schöner da. Normalerweise steche ich gerne einfach nur durch, jetzt nicht. Meine Ecke wächst vor sich hin.
Ich schummle mich wieder ins nächste Eck und beginne mit meiner letzten Runde. Also, ich mache wieder Kettmaschen in jede Masche und komme somit ins Eck hinein zu unserer ersten Position. Bei meinem Eck siehst du übrigens so gut wie gar nicht, wo ich mich eben hingeschummelt habe. Also das verhäkelt sich. Und bevor ich wie in Windeseile meine letzte Runde häkle, erkläre ich dir kurz, was ich so mache. Ich mache im Eck wieder das Übliche mit drei ganzen Stäbchen, zwei Luftmaschen, drei ganze Stäbchen, eine Luftmasche, hüpfe in die Lücke, drei ganze Stäbchen, eine Luftmasche, hüpfe in die nächste Lücke, eine Luftmasche und dann sind wir wieder im Eck. Und da kommen unsere Eckmaschen hin. Also, drei Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen, dann noch zwei weitere. Eins und zwei. Zwei Luftmaschen. Eins und zwei. Und weiter geht's mit drei ganzen Stäbchen. Eins, zwei und drei. Wenn du deinen Granny Square eben größer häkeln möchtest als diese vier Runden, das geht natürlich auch, dann wende aber jede Runde. Und wie das geht, das habe ich dir schon in ein, zwei Videos gezeigt. Ich verlinke dir diese Videos in der Videobeschreibung. Eine Luftmasche und drei ganze Stäbchen. Eine Luftmasche und die Ecke. Eine Luftmasche und drei ganze Stäbchen. Auf alle Fälle freut es mich, dass du noch immer mit dabei bist. Das freut mich übrigens am meisten, denn ich häkle am liebsten gemeinsam mit euch. Nur noch schöner wäre es, wenn ihr gemeinsam mit mir im Wohnzimmer sitzen würdet und mit mir gemeinsam häkeln könntet. Das wäre mir noch eine Spur lieber. Eine Luftmasche, noch einmal drei ganze Stäbchen. Eins, zwei und drei. Eine Luftmasche, ich schließe das Ganze zur Runde mit einer Kettmasche. In die oberste von den drei Luftmaschen, wenn sie denn möchte. Also hier durchziehen. Faden abschneiden, Faden durchziehen und festziehen. Wenn dir das Video geholfen hat, abonniere meinen Kanal und wenn du meinen Kanal schon abonniert hast oder gerade auch dabei bist, aktiviere auch die Glocke, dann wirst du auch benachrichtigt, wenn ich ein Video hochgeladen habe. Auf alle Fälle freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, deine Andrea.